Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. So, wir machen die nächste Mission. Kapitel 3, Mission 4. Auf Unterebene 17 verlässt du die Schacht und richtest dein Lager ein. Wenn du dein Vorhaben erfüllen willst, musst du dich beeilen, bevor dich die KSZ-Soldaten überrennen. Ah, ist das eine Zeitmission mal wieder? Das werden wir ja gleich sehen. Keine Leiter, Schwierigkeitsgrad normal. Nur ein Spieler und dann starten wir. Not even halfway down the dark deep of Groove Urtat. You leave the vent shaft, hoping to find a four-fingered handful of artifacts needed to unchain the Phantom King. You dig out your dungeon in the ruined outskirts of the abandoned city. But once preparations are made, you must venture to the main shaft of Groove Urtat itself. There is no telling what ancient horrors await you in there. But it is painfully clear that the Dwarven elite forces soon will come down in an attempt to rout you out. Na, dann hoffen wir mal, dass das gut geht. This is great. Imagine, we're the first people down here in hundreds of years. Well, I'm the first person, you not so much. Maybe not. I sense something. A presence I haven't felt since... Okay, we still need to hurry. Gather what we came for and get a move on before all the Netherworld breaks loose. The Dwat will be coming after us. Come to think of it, I felt the same presence my first day at Imper Garden. The legends about this place are contradictory, but on a couple of issues, historians seem to agree. The main reason the dwarves abandoned the city was the King of Black Phantoms himself. He was imprisoned here over 1,000 years ago, and they say his evil still resonates, possibly summoning angry spirits and such without even knowing it himself. 1,000 is nothing in demon years, but I must have felt this presence somewhere else then. You know, the mood down here kind of reminds me of my Uncle Blob. Will you please shut up? We're kind of in a hurry. You shut up, you quack. If Uncle Blob is down here, you'll be real sorry. Okay, okay, I'll tell you the details when you're done setting up our base. But be quick about it. This city is full of terror and creeping death. On another note, the creature we're after is kept in a cell Loco on the lowest level of Groove Urtat. The shackles holding him are made from materials collected in the demon's home world. According to Longhoves the Scholar, the key to release him was divided into four pieces and mounted on altars on this level. Start by exploring the level and determine the whereabouts of all the altars. Okay, drei Altäre finden. Und jede Menge Viehzeug töten, was hier so rumwuselt. Wir haben hier einen langen Gang. Das würde ich auch gerne so beibehalten. Deswegen grabe ich mal hier. Grabe von hier aus. Hinter dem Heldeneingang hoch. Geht nicht, weil wir noch nicht genug hoch sind. Ja, so geht das aber. So. Da passt auf jeden Fall ein Hort rein, oder? Nein. Gut. Na, grab mal bitte auch noch in die Richtung und in die Richtung, dass da der Hort reinpasst, ja. Wenigstens etwas. So, Hort. Und wie viel Platz muss ich für die Spelunke lassen? Nicht so viel. Ungefähr so. Dann passt hier die Küche hin. So. Die ist sie für den da. Dann kommen hier kleinere Sachen hin. Vorratskammer vor allem. Auch gut. Und das hier könnt ihr schön weiter ausbauen. So, genug für die Trainingshalle. Die kommt als nächstes. Dafür brauchen wir dann nur die Materialien dazu.
So. So, Küche ist schon mal fertig. Sehr schön. Naja. Irgendwie kriegen wir das schon hin hier alles. Wir haben ja hier noch jede Menge Platz. Okay. Ah, der Hort ist fertig. Sehr gut. Dann bilden wir gleich mal den ersten Trupp aus. Dass wir den gleich auf eine Materialmission schicken können. Da drüben. So, letzter Speer bitte. Danke, Essen. Trainingsraum und neben dem Trainingsraum noch eine Küche und hier oben kommt dann der Rest hin. Hier kann ich so kleine Sachen wie den Extraktor hinbauen. Hauptproblem würde es eben sein, die Schmiede unterzubringen. Ich glaube, ich nehme die Schmiede einfach als Durchgangsding, wenn ich sie dann freigeschalten habe. So. Ich glaube, auf den Meisterbauer verzichte ich mal und nehme gleich schnelle Auffassungsgabe. Ich dürfte das auch so hinkriegen, da wir ja doch nicht unter Zeitdruck zu stehen scheinen. So, ihr seid ready für ein bisschen Gemosche. Jo, es ist wieder eine Scheune. So, warten wir ab, bis sie ankommen. Dann blitzen wir den Ingenieur hier ein bisschen. Den Mechaniker. Ist ein Mechaniker, kein Ingenieur. Verkloppt ihn. So. Und ich schätze mal so, ich habe jetzt wirklich alle Sachen hier, die es gibt. Höchstens da kommt noch was. Bei Einheiten habe ich alle, Räume habe ich alle. Ruhen kann ich halt noch finden. So, wir haben genug Pilze zum Umwandeln. Mal wieder. Ah, zweite Küche schon? Nö. Bringt das einfach ins Lager. So, ein Punkt für die Schmiede. Als nächstes. Dass ich die auch so schnell wie möglich baue. Oh, und neue Imps. Ich finde ihm seine Beschwörungssprüche klingt ziemlich interessant. So, euch porte ich mal wieder hier hin. So. Einen Punkt für Materialien erhalten und wir können jetzt einen Übungsraum hier dran packen. Küche. Also erst einmal so natürlich. Und dann machen wir das Ganze so. Dann können wir hier die Küche irgendwie dran packen, denke ich mal. Jo, so passt die Küche dran. So, ihr könnt gleich trainieren gehen, da brauche ich neue Materialien für die Schmiede. Das dürfte auch vielleicht hoffentlich den Trumpf auf Stufe 2 bringen. Da habe ich genug DC-Points für Priester. Genau. Und sogar noch einen Punkt extra. Sehr gut. So, Priester sind freigeschalten. Hier könnt ihr auch ruhig durchbuddeln. So,
So, dann muss ich mal gucken. Hier sind alles Level 1, Level 2, Level 2. Hier sind Helden. Oh, ich schicke euch gleich mal wieder los. Die Materialmission ist wieder verfügbar. Also los mit euch. Es gibt recht viele Materialmissionen hier. Oder Materialüberfälle. Pilzüberfälle gibt es wenige. Da ist, obwohl, da sind genug. Ist die Frage. Jetzt muss ich mal gucken, wo gibt es überall bei mir Truhen. Heroes are entering your dungeon. Oh. Die sind ja eher harmlos. Wie viel Platz habe ich noch für Material? Max Material 55, okay. Beef is back on the menu, lads. Sehr gut. Ein Überfallerfolg. Ach, machen wir das so. So, so geht wenigstens kein Material verloren von dem, was ich jetzt kriege. Obwohl doch. jetzt muss ich aber endlich gucken. Hier wäre eine Truhe. Mit Gold drin wahrscheinlich. Der Extraktor wäre das nächste Wichtige eigentlich. Den kann ich irgendwo hier drüben platzieren. Und da müsste ich eine Schmiede bauen. So, Extraktor. Wo bist du? Da. Oder kann ich dich da reinsetzen? Nein. Aber hier könnte ich dich reinsetzen. Genau, da siehst du auch gut aus. Als nächstes bräuchte ich eigentlich eine weitere Vorratskammer, dass ich endlich Platz habe. Da wäre eine Einser, da ist eine Einser. Geht mal dahin. So, währenddessen fange ich schon mal an, im Hort Priester zu erschaffen. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo sind Truhen? Da wäre eine Truhe, da ist aber auch jede Menge Zeug dahinter. Wobei das hauptsächlich Skelette und Rachegeister sind. Also eigentlich auch kein so großes Problem. Ich muss jetzt ja eh erstmal warten, bis ich noch einen Priester beschwören. Und 4 Punkte, hey. Wahrscheinlich als nächstes frei. Ich würde mal sagen, den Recken. Den Recken. Dass ich den auch mal habe. Und ich könnte gleich einen ausbilden. So, Recke. Und ich denke einfach mal, ich schicke meinen Trupp, sofern er noch ganz fit ist, hier oben auf die Schatzmission, auf den Schatzüberfall. Wow, der Mechaniker geht ja ab und ballert einfach gleich mal einen meiner Speere um. Kein Problem, Speer können wir leicht ersetzen. So, jetzt brauche ich die Werkstatt. Die habe ich ja gesagt, baue ich so als Durchgangsraum hier hinten hin. So. Da ich hier eh wenig Platz habe, kommt wahrscheinlich da oben als ganzer Zeck der Monsterbau hin. Oh, nebenbei Hühnchen.
Hühnchen. Und Schätze ausgeben. So. Du kannst mal da rein. Ein Recke.